Hallo liebe Leute, recht herzliches Willkommen zu einem neuen Video. Sarah rennt gerade schon weg, weil sie so hyped auf diese Kirmes ist, wo wir gerade sind. Ja, auf jeden Fall. Dass sie jetzt sofort zum nächsten Fahrgeschäft rennen muss. Wir haben mal wieder bestes Kirmeswetter, Familientagswetter. Auf jeder Kirmes, Familientag, immer Regen. Und wir sind wo? In Iserlohn, am Seilersee. Also wieder heimatmäßig unterwegs. Aber wie gesagt, am Mittwoch, da es um die Ecke ist, kann man das auch mal an einem Mittwochnachmittag mitnehmen. Ja. Und ihr seht hier, der Brechtanz wird schon gestürmt, fährt für 2 Euro, habe ich gerade gesehen. Es ist dieses Jahr ganz gut was aufgefahren. Ihr seht, ein großes Riesenrad ist endlich wieder mit dabei. Gut, Bonner ist jedes Jahr mit da am Start, aber es gibt trotzdem noch ein paar Highlights. Ja. Es ist zwar keine Riesenkirmes, aber wir zeigen euch das jetzt hier mal in einem kurzen Video. Also, schauen wir uns das mal an. Erste Attraktion, der Jumper, ja, ein Jumper hier in Iserlohn, sehr schön, aus den Niederlanden eingereist, ja, finde ich eigentlich sehr cool, sieht optisch gut aus und in Bottrop hatten wir eine richtig coole Fahrt bei dem Ding, also werden wir da auch gleich mal eine Runde mitfahren. Sarah, wie fandest du es? Es war mir zu langsam, ich hatte keinen Spaß. Hinter uns ein waschechtes Highlight für Iserlohn. Der Take-Off von Langenscheid, extra aus Niedersachsen. Findest du das gut? Ja klar, finde ich das gut. Nettes Gerät, wurde auch ein bisschen redesigned letztes Jahr. Wir haben es auch letztes Jahr in Neuwied gesehen und zuletzt in Berlin. Und jetzt ist er hier im Sauerland, in Iserlohn. Hier hätte ich ihn jetzt nicht erwartet. Nee, eigentlich eher weniger. War auch eine relativ große Überraschung. Aber wenn er schon mal hier ist, nehmen wir ihn mit. Also fahren wir jetzt eine Runde. Ja. Nice. Riesenrad hatte ich ja gerade schon angesprochen. Da steht es.
ist ein niederländisches Rad von Mondial. Finde ich aber gut. Also es ist halt wieder weiß. Ich stehe ja nicht so auf weiße Räder, Sarah ja auch nicht. Aber ich meine, für Iserlohn so ein riesengroßes Riesenrad, das ist ja auch wieder über 40 Meter hoch sogar, ist schon eins der größeren. Ist schon in Ordnung. Früher stand ja immer Around the World von Cornelius hier. Mittlerweile ist ja aber an Ostern immer in Bielefeld. Dementsprechend muss man hier gucken, wo man bleibt. Ne? Daneben aber steht ein Scheibenwischer. Ganz neuer, moderner, also neu jetzt nicht unbedingt, das war nämlich mal der Car-Wash-Scheibenwischer. Wurde aber umthematisiert, hat jetzt so ein bisschen Steampunk-Look. Heißt jetzt Looper von William Klare aus Hannover. Und was ich hier halt besonders finde, ist, dass der hier unten so einen Laufparcours vorhat, was das Geschäft erstmal doppelt so groß macht, aber es wirkt halt auch irgendwie alles direkt größer. Einen Punkt haben wir, der irgendwie ein bisschen raussticht, der uns beiden optisch nicht gefällt. Die grüne Gondel müsste rot sein. Ja, also grüne Gondel mit bisschen Blau noch dran. Irgendwie passt es gar nicht zum Rest von allem. Ich wäre eher bei so einem Dunkelrot, ne, so Fleischschienenrot. Ja. Da ist das Ding aber, wir werden das dieses Jahr auf jeden Fall nochmal sehen. Ich glaube, der fährt eine ganz gute Tour. Volker Aho, jetzt geht's ab hier. Blackdad ist auch da. Hat mir im Rad aber reingehen schon gesagt, steht hier am Eingang. Ist meistens so, wenn der kleine Bonner hier ist. Ab und zu ist auch der große da, der steht dann da, wo der Takeoff jetzt ist. Der Breakdance wird aber ganz gut eingerannt. Na gut, für 2 Euro. Hier gibt es nämlich 50% am Familientag. Kann man mal machen. Ja. Wir hatten noch Schiff vom letzten Jahr. Ja. Die haben ja Familientag gekauft und irgendwie nicht verfahren. Okay, dann herzlich willkommen an Bord, meine Damen, meine Herren. Ladies and gentlemen, boys and girls, Jungs und Mädels. Fangen wir mal locker an mit euch. Also was ich hier in Iserlohn ja ganz schlimm finde, ich meine, wenn es trocken ist, ist ja alles gut. Aber wenn es nass ist, dieser Platz, lauter Pfützen, Seen, wo ihr drüber schwimmen müsst, nervt halt schon. Vor allem, es ist halt voll kalt. Wenn ihr da reintretet, werden die Füße nass und die frieren euch dann auch weg. Nicht so geil. Aber das Riesenrad wird gerade schön angeleuchtet, ist sehr wechselhaft. Ihr seht, hier ist schon wieder blauer Himmel. Da ist auch ein Regenbogen. Da. Wer ihn sieht, einmal in die Kommentare schreiben. Geil, oder? Das ist das Regenbogen-Riesenradbild. Das ist der Looper von hinten. Von hinten heißt er sogar noch Carwash. Auch cool, ne? Das Fahrgeschäft hat zwei Namen. Und Musikexpress auch noch da. Da gehen wir jetzt mal eben hin. Kleiner, aber feiner Rundgang über die Osterkirmes in Iserlohn. Jetzt wird's schön, weißt du? Kaum sind Moritz und Sarah wieder weg. Das hatten wir vorletztes Jahr schon, da hat uns der Regen auch überall hin verfolgt. Letztes Jahr hatten wir richtig Glück und dieses Jahr geht der ganze Quatsch wieder von vorne los. Immerhin hatten wir noch ein paar trockene Fahrten. Beschickung ist super, vielleicht schaffen es ja jetzt heute Abend noch ein paar Leute hier auf dem Platz. Wäre ganz cool. Sarah hat sich jetzt noch hier so Kabel, 1 Meter lange Kabel gekauft. Das da, also da war Pfirsich ausgeschildert, aber die hat nicht mal Pfirsich. Ja, war so ähnlich wie Pfirsich, hat sie gesagt. Apfel. Damit auf Wiedersehen. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Video wieder ein. Das hier ist ein bisschen kürzer geworden, aber ich wollte euch das nicht vorenthalten. Wie gesagt, es ist ein kleiner Platz. Hier sind jetzt auch nicht die ultra besonderen Fahrgeschäfte. Ich finde es ganz cool.
dass der Dance-Jumper hier hingefahren ist und auch, dass der Take-Off, das war für mich die größte Überraschung, jetzt hier steht dieses Jahr. Aber sonst ist es halt doch eher Iserlohner Standard und der Platz ist halt wirklich nicht der größte. Aber an sich hatten wir jetzt gerade noch einen ganz netten Abend. Es ist eh um die Ecke und wenn ihr mal Bock habt, kommt vorbei. Ihr könnt es auch nächstes Jahr zum Beispiel mit der Osterkirmes dann in Hagen, Dortmund oder Bochum verbinden. Oder ihr macht einfach alle zusammen. Haben wir auch schon mal gemacht. Ich verlinke euch das Video mal in der Ecke. War auf jeden Fall ein guter Trip damals. So, Sarah? Ja? Sag mal Tschüss. Tschüss. Okay, tschüss.